Willkommen zurück zu Minecraft Dungeons. Wir sind jetzt hier in der Kaktuswüste, sage ich jetzt mal, und suchen jetzt hier einen entfernten Tempel und haben jetzt einen Begleiter, nämlich ein Lama. Brot. Brot ist perfekt. Ja. Das Lama ist echt stark, ne? Also. Oh, sogar noch ein Levelaufstieg. Mit dem Levelaufstieg könnte ich auch schon wieder andere Sachen machen. So, heilen wir uns mal. Mit dem Levelaufstieg könnte ich. Ja, ne. Also wirklich weiter bringt mich das nicht. Aber gar nicht. Noch ein Levelaufstieg, das wäre praktisch. Das ist so geil, wie das Lama einfach so spuckt und dahinrotzt und dann sagt so von wegen, ihr tut meinem Herrchen nicht weh. Ich meine, von Spucke werden die Gegner hier besiegt. Von Spucke. Komm, heilen wir nochmal unser Lama hoch. Heilt das überhaupt damit hoch oder nicht? Ja, doch, es heilt dadurch hoch. Okay. Zwar nicht so stark wie wir, aber es heilt sich. Das ist schon mal praktisch. Aber klar. Da ist er wieder, der Arc-Illager. Überlebe den Hinterhalt. So, kommt. Was für ein Hinterhalt. Haha. Locker besiegt. Oh, da kommen noch welche. Kommt noch ein Hinterhalt. Nein, sie haben mein Lama getötet. Ich glaub's nicht. Sie haben mein Lama getötet. Mein armes Lama. Mein Lama. Mich traurig. Geh in den Tempel. Okay, jetzt bin ich im Tempel. Mein Lama wieder beschwören. Juhu. Vielleicht habe ich wieder ein Lama. Dim, dim, dim. So. Hier noch irgendwas. Da darf ich, glaube ich, hoch. Ist aber weiter nichts, ne? Nee. Okay. Egal, meine kleine Exkursion woanders hin. Ah, du hast den uralten Wüstentempel gefunden. Auf welche Schätze und Entdeckungen wirst du wohl darin stoßen? Welche Schätze und Entdeckungen werde ich wohl in einem Wüstentempel finden? Ich bin erstmal neugierig, was ich jetzt für ein legendäres Artefakt wiederbekomme. Totem der Abschirmung. Das Totem versprüht starke magische Energie, die sich als schützendes Schild um alle Wesen in seiner Nähe manifestiert. Dann haben wir den Händler. Haben wir jetzt irgendwas anderes bekommen? Das würde mich mal interessieren. Gruselige Gruft.
Anscheinend ist das die nächste Mission. Redstone-Minen, Wüstentempel. Dann gehe ich nochmal in die gruselige Gruft. Kommen wir in die gruselige Gruft und erleben ein neues Abenteuer. So. Also das hier ist wahrscheinlich dann die gruselige Gruft, ne? Schön, dass wir die schon komplett fast entdeckt haben. Nice. Wow, hier ist aber eine Menge los. Ah, beschwöre ich mal mein Lama, das hilft mir. Ich dachte eigentlich, dass die gruselige Gruft kleiner ist. Da haben wir hier Spinnen. Was, die Spinnen können sich hier vergraben? Ach, die Spinne ist da runtergefallen. Oh, über die grauen Felder kann man runterrutschen. Wow, 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 wow. Creeper! Aber was habe ich jetzt für einen Vorteil, dass ich jetzt hier nochmal durchrennen würde? Ich meine, rein theoretisch lasse ich jetzt gerade sau viel aus. Dass mein Lama da irgendwann runterfällt. Was habe ich jetzt davon? Finde die verschollene Schriftrolle. Bin mit Wegweiser. Oh. Also es ist schon fordernd, aber es ist jetzt nichts Besonderes. War jetzt wirklich nichts Besonderes. So, einfach mal hier drauf schießen. Neuer Bogen. Aber ich glaube nicht, dass der wirklich so viel besser ist. Dabei sagt mir gerade, er wäre besser. Ich nehme mich jetzt hier unten mal hin. Oh, 14. Ja, gut, der Grundschaden ist besser. Okay. Kann ich den jetzt verzaubern mit 4 Schaden pro Sekunde? Gesundheit geheilt. Wahrscheinlichkeit sofort nach dem Schuss einen neuen Pfeil. Na, schauen wir mal, wie sich das macht. Immer kleine Räume, aber wir sehen leider nicht, was in den Räumen drin ist. Also wir sehen zwar schon, was in den Räumen drin ist, aber ich würde halt gerne, dass man es nicht sieht. Ups. Ah, wieder ein Hinterhalt. Mein Lama in Ruhe. Okay.
Halt, stopp. Erst einsammeln. Rein theoretisch ist sowas mal ein guter Run, um beispielsweise irgendwelche Münzen zu holen. Niemand verlasse die Gruft. Okay. Einfach mal rausrennen. Moment. Wohin soll man sie denn verlassen? Jetzt sollen wir da lang gehen, okay. Ja, komm. Ich muss sagen, diese Wegweiser sind zwar ganz nett, aber macht halt auch so ein bisschen dieses Dungeon-Crawler-mäßige komplett kaputt, dass man sagt, okay, gut, ich erkunde alles. So kann man einfach durchrennen. Okay, also ein bisschen erkunden muss man doch noch, aber minimal. Man ist halt nicht so gezwungen. Oder man hat nicht so den Vorschlag. Man geht einfach wirklich überall diesem Ding danach. Ein Zwillingsbogen. Kann ich den... Wow, der ist gut. Der ist gut. Verlasse die Gruft. Haben wir gemacht. Und jetzt? Müssen wir noch den Rest zurückreisen? Meinen die das ernsthaft? Das ist krass. Da bin ich froh, dass ich dann doch einen Trank habe, den ich immer einsetzen kann. Oh, Pfeile nehme ich mit. Ich finde diese Magier so richtig geil, die dann einen stärken. Weißt du, hier nicht dann auch sogar so ein kleiner Bosskampf? Ah, ne. Und es gibt dann nichts zur Geschichte. Also es ist nicht Story-based, sondern wirklich nur, du kannst deine Ausrüstung verbessern. Nettes kleines Gimmick, muss ich sagen. Ist schön gemacht. Ja, auch, dass man da, ich sag mal, wirklich dann durchrushen kann. Kann also sagen, gut, ich möchte jetzt meine Sachen da haben. Man bekommt Items, man bekommt hier auch eine Belohnung. Eine seltene Angel. Und jetzt möchte ich mir den Bogen angucken. Bisschen weniger Kraft, aber dafür hat er insgesamt mehr. Das heißt, wenn ich den verwerte. Den da, ja, die kann ich auch alle verwerten, ne? Das muss ich mir nochmal angucken. Plus 86 Gesundheit. So, heißt das, kann ich jetzt verzaubern? Kraft erhöht den Pfeilschaden. Oh, hier könnte ich sogar jetzt auf das Ganze gehen. Aber natürlich möchte ich ja hier auch noch mich verbessern.
Außerdem ist er wahrscheinlich Gesundheit zurückerhalten. Das lohnt sich nicht mal mehr. Nun gut, aber egal. Machen wir einfach mal. Wobei es mich jetzt auch interessiert hätte. Okay. So, das können wir verwerten. Weil es bringt mich jetzt gar nicht weiter. Das fand ich bisher auch nicht so toll. Und die Angel fand ich auch nicht so toll. So. Du vermisst ganz eindeutig ein Heulen in der Ferne. Du vernimmst, wenn du den leckeren Knochen in der Hand hältst. Ist der jetzt besser als das Lama? Beschwört einen Wolf. Beschwörungsschaden 30. Macht gar keinen Unterschied. Und bei dem Schmied bekomme ich jetzt auch nichts Besseres, ne? Eine Wolfsrüstung. Oh. 15. Nee, lohnt nicht wirklich. Nun gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sagt bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.